Ja, ich bin hier bei Dr. Kai Zwicker, dem Landrat des Kreises Borken. Er hat eben eine Pressekonferenz gegeben zum Thema Impfzentrum. Herr Dr. Zwicker, wann oder was wird passieren? Wo wird was errichtet? Wie wird das funktionieren? Also wir haben vor, bis zum 15.12. natürlich fristgerecht fertig zu sein. Und der Kreis Borken ist ein großer Flächenkreis, 17 Städte und Gemeinden. Und da ist das auf den ersten Blick und auch auf den zweiten Blick gar nicht so einfach, eine geeignete Stelle, einen geeigneten Ort zu finden. Aber Sie haben eine gefunden. Wir haben eine gefunden. Wir hatten eigentlich schon seit geraumer Zeit und ich glaube auch die richtige Stelle, den richtigen Ort im Blick, nämlich unseren Bauhof, den interkommunalen Bauhof, unser Krisenzentrum in Gescher, gut gelegen und erreichbar aus Richtung Bocholt über die 67 N und die A31 oder aus Richtung Gronau über die 54 N und dann die 31 über die Bundesstraße 525 oder viele Kreisstraßen. Der Bauhof versorgt den ganzen Kreis mit vielen anderen Dingen und er ist bei seinem Bau genau dafür auch errichtet worden, nämlich für bestimmte Krisen als Zentrum zu dienen. Er hat also eine räumliche Aufteilung mit einem abgetrennten sogenannten weißen Bereich, nebst Umkleiden etc. Und man kann auch dort quasi in den Hallen ein Impfzentrum errichten. Es ist auch ausreichend Parkraum vorhanden. Und es gibt eben auch die Pläne von Anfang an, den Bauhof zu verlagern, auszulagern. Von daher werden wir die Hausaufgaben rechtzeitig fertig haben, um dann starten zu können. Jetzt haben Sie viele Straßen genannt, aber Busse und Bahnen kommen da nicht hin, oder? Nein, die kommen vielleicht nicht direkt dahin, aber wir haben ja beim Schulbusverkehr gesehen, dass wir in der Lage sind, auch zusätzliche Busse fahren zu lassen. Also mit anderen Worten, wir können die herkömmlichen Buslinien erweitern und außerdem haben wir exzellente Hilfsorganisationen, angefangen beim DRK über die Malteser bis hin am Ende zur Feuerwehr, wo wir auch Shuttle-Service im Bedarfsfall einrichten können. Aber zunächst mal ist es ja so, der Impfstoff ist sehr knapp überhaupt vorhanden, wenn überhaupt vor Weihnachten. Und zunächst mal werden dann die Krankenhäuser versorgt, die sich selber dann impfen. Es ist ja genügend Personal da. Anschließend die alten Hilfe- und alten Pflegeeinrichtungen oder Behinderteneinrichtungen, die sogenannten vulnerablen Einrichtungen, dort eben die Personen, die dort wohnen und auch das Pflegepersonal. Und das soll vor Ort verimpft werden und sich nicht auf den Weg machen. Und als drittes dann diejenigen, die zu Hause verpflegt werden, gepflegt werden durch die AMBO-Pflege. Auch dort geht es dann um die Frage vom Personal, bis wir überhaupt dann zur allgemeinen Bevölkerung am Ende kommen. Und wir haben natürlich auch die Hoffnung, dass möglichst überhaupt viele Impfungen vor Ort durch die Hausärzte stattfinden. Aber das wird der weitere Gang der Zeit zeigen. Wir wären jedenfalls ab Mitte Dezember einsatzbereit, wenn wir den Impfstoff bekämen, wenn auch entsprechend die Entscheidungen da sind, wer wann wo geimpft werden soll, dann sind wir startbereit. Aber es ist ein riesiges logistisches Problem, wenn ich das eben so richtig verstanden habe in der Pressekonferenz. Also man muss ja Termine vereinbaren, das heißt, die Leute müssen sich irgendwo anmelden, da muss noch eine Software geschrieben werden, womöglich, mit der man das alles koordinieren kann. Da fragt man sich tatsächlich als Laie, ist das nicht mal irgendwann vorbereitet worden, weil so Pandemiepläne oder Alarmpläne, die hatte man ja vorher eigentlich auch schon irgendwo in der Schublade, aber irgendwie ist das nicht so ganz ausgereift, hat man so das Gefühl. Das möchte ich jetzt gar nicht kommentieren. Wichtig ist ja, dass wir vor Ort eine Aufgabe bekommen durch Bund und Land. Das Land Nordrhein-Westfalen hat entschieden, dass jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt ein Impfzentrum bekommen soll und wir werden es dann startklar haben. Das Land hat weiter entschieden, dass das Impfen an sich, also quasi das Zentrum im Zentrum, dann durch die Kassenärztliche Vereinigung betrieben werden soll. Hier sind wir im Gespräch mit der KVWL, der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, einmal mit der Landesebene, aber auch mit unserer örtlichen Ebene, mit der Bezirksstelle hier in Borken, die für die Kreise Borken und Coesfeld zuständig ist und von daher auch verpflichtet ist, das medizinische Personal zu rekrutieren. Wir werden sicherlich auch selbst noch schauen, denn wir möchten das natürlich Hand in Hand machen, aber das eigentliche Impfen soll Aufgabe der Ärzteschaft sein, so die Entscheidung aus Bund und Land. Wie viel kann man denn dann empfehlen, so am Tag impfen? Wie viel kann man da durchschleusen und wie funktioniert das?
Also wir gehen davon aus, dass wir bis zu 1500 dort impfen könnten. Es wäre natürlich noch so viel Platz vorhanden, dass man auch mittels Zelten gegebenenfalls was erweitern könnte. Oder man könnte, wenn dann tatsächlich man an diesem Zentrumscharakter insgesamt festhält, könnte man auch irgendwann noch das ausweiten in den Nord-, in den Südkreis. Aber wir gehen eher davon aus, gemeinsam mit der Kassenärztinnenvereinigung, dass die besten Impfzentren am Ende, wenn genügend Impfstoff zur Verfügung steht, die Hausärzte sind, die das seit 100 Jahren perfekt machen, die ihre Patientinnen und Patienten kennen, die wissen, welche Krankenvorgeschichte die einzelnen Menschen haben, wo auch das Vertrauen da ist und wo wir vor allem kurze Wege haben. Also, dass wir dann dazu kommen, nicht, dass die Menschen zum Impfstoff kommen, sondern der Impfstoff zu den Menschen. Ja, andernfalls wird es ja auch lange dauern, bis man da mal durch ist, bei 1500 im Kreis. Ja, ich meine, alle kommen ja nicht, das haben sie ja, haben ja viele schon angekündigt, dass sie sich nicht impfen lassen. Aber sag mal so, wenn man die, die gefährdete Gruppe erstmal durchimpft, dann ist ja schon das meiste erreicht. Ja, genau. Ich glaube, dass 70% geschafft sind, wenn man die Krankenhäuser, wenn man vor allem die Alten- und Pflegeeinrichtungen durchgeimpft hat und vor allem auch das Personal, dann sind wir schon eine ganze Ecke weiter. Wir haben ja momentan die Situation, dass eben Impfstoff sehr knapp ist. Und wir warten natürlich auf vieles, was dann noch kommen soll. Von der Software angefangen, über die Frage, wie wird denn eine Registrierung und ein Meldesystem und Anmeldesystem dann funktionieren. Da ist das, was wir zu tun haben, dann relativ variabel. Wir können das auch erweitern oder eben in die Fläche tragen. Wichtig ist eben, dass Impfstoffsoftware und das Äußere kommen, also der eigentliche Impfprozess. Aber es ist für alle, für den ganzen Staat, für Bund, vor allem fürs Land, für die Kassenärztliche Vereinigung, aber auch die Kreise und kreisfreien Städte ohne Zweifel eine große Herausforderung. Gutes Schluss.